Jo und ein herzlich willkommen zurück zu Dying Light. Und meine lieben Freunde, ihr wundert euch, warum ich hier mit Facecam wieder sitze, sondern ich habe mir gedacht, nach Doom? Mit Facecam, das gefällt mir doch eigentlich ganz gut, mein hässliches Gesicht mal zu zeigen. Und da habe ich gedacht, ach, wirst du mal bei Dying Light auch jetzt probieren? Vielleicht auch öfter, mal sehen. Ich bin noch skeptisch, aber bis jetzt gefällt mir das eigentlich gut mit Facecam. Halt nur das Schneiden, ne? Das ist halt eine Tortur. Das Einfügen, da muss man gucken wegen dem Mund und den Ton und alles managen, das ist extrem schwer und ja, ich hoffe, es lohnt sich, ne? Also heute mal mit Facecam. Ja, wo sind wir denn überhaupt stehen geblieben? Das ist ja schon richtig lange her, wo ich da Dying Light aufgenommen hatte. Wir müssen erstmal hier ein bisschen gucken nach Quest. Das waren alles Nebenquests. Ich würde eigentlich mal sagen, ne, warte mal. Geben Sie zur Baustelle, durchführen Sie Lagerhäuser nach Haken? Nach Haken? Was wollen die denn mit Haken? Wer ist denn das überhaupt? Helga und Fatin benötigen Haken, um größere Ausrüstungsgegenstände mit Hilfe von Seilrutschen durch die Stadt zu transportieren. Mittel. Naja, dann machen wir das noch schnell und dann würde ich sagen, wenden wir uns der Hauptstory zu. Mal sehen, wie weit das entfernt ist. 260 Meter, das geht ja noch. Und dann mal gucken, wie das war. Alter, scheiße, ich weiß ja auch nicht mehr, wie man haut. Ach so, okay. So war das. Oh, das ist schon richtig lange her. Der ist jetzt auch down. Ah, der brennt noch. Wir brennen auch. Oh, was ist denn hier? So, wir waren hochklettern. Ach so, ist klar. Ah! Ja, das hat sich ja gelohnt. Muss gleich einer mit runtergekommen. So. Ja, danke. Leer. Oh, danke. Leer. Jetzt läuft er. Jetzt läuft er mal wieder richtig gut. So. Irgendwie konnte man auch rennen, ne? Ach so, okay. Alles klar. So. Ja, meine lieben Freunde. Werden wir uns mal jetzt die Haken zuwenden oder die Haken besorgen und dann mal sehen, wo wir die hin müssen. Ich glaube, zum Turm. Nein, da kommt man nicht hoch, ne? Schade. So, was ist das hier? Oh, hier gibt's Ärger. Die hatten wir doch letztes Mal schon gemacht, ne? Brennt, Junge! Brennt. Das hat letztes Mal doch schon gemacht mit den Typen, ne? Doch, das hatte ich letztes Mal schon gemacht. Da war ich nämlich auch hier. Genau. Genau. Doch, das war in der letzten Folge. Stimmt. Na und, lassen wir ihn kommen. Ja, ja. So, wir machen erstmal die Kiste auf. Die haben sie ja... Oh, schwer. Aber Skyrim... hatte ich ja letzte Mal richtig versagt. Oh, der ist down. Mal sehen. Offen, geil, danke. So, jetzt mal sehen, was da drin ist. Das letzte Mal bei der anderen Folge war überhaupt nichts drin. Ne? Schlagstock. Naja, können wir mitnehmen. Ach, halten zum Austauschen. Nee, dann lieber nicht. Was hat er noch hier? Suchen. Ein paar Dollar und eine Machete. Aber die ist weniger als wir haben. Deswegen lassen wir sie lieber liegen. Sammeln hier noch ein paar Pflanzen ein. Weiß, für was man die braucht später. So, und da ist eine Zombie-Horde. Die werden wir aber gekonnt ignorieren. Wir werden uns nämlich die Mission stellen. Okay, den nehmen wir inne. Einfach so, wenn wir das können. Und was ist hier los? Uah, scheiße. Ach, hier war doch die letzte... Ach, hier war doch das erste Mal. Ist da noch? War, glaube ich, die erste Mission, ne? Hier, um den Schaltkreis zu installieren. Naja, so wartet. So, hier ist das Lagerhaus. Ah, geht ja schon gut los. Na. So. Oh,
Den hätten wir ausgeschalten. Noch jemand? Keine Ahnung, was der hier macht. Cola gesoffen hat er. Hier. Alles voller Cola. Schön Cola gesoffen. So, wir müssen hier in das Lagerhaus rennen. Ah, hier waren wir doch auch schon mal drin. Das war doch alles am Anfang, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Da ist jemand drin. Natürlich müssen wir da rein. Natürlich ein bisschen bitter. So, habe ich überhaupt meine Uhr eingestellt? Ja, habe ich, alles klar. So, jetzt mal gucken. Also die Türen sind ja zu. Wir müssen von hier oben rennen. Wir müssen erst mal gucken, wie wir hier rinkommen. Oder wie wir hier hochkommen. Das ist eine Kiste, ich denke mal. Das wird nichts. Vielleicht ein bisschen Anlauf. Alter, was sind das? Boah, der kommt da nicht hoch. Was machen wir denn jetzt? Oder müssen wir da rüber? Bleibt uns ja nur Stand übrig, ne? Alter, geschafft. Okay, alles klar. So. Jetzt hier hoch, genau. Boah. Wir dürfen jetzt aber hier nicht runterfallen. Wir sind dann natürlich fatal für uns. So, dann sind wir erstmal hier in die Lagerhalle. Ja, danke. Trifft sie natürlich richtig gut. Und hier ist alles voll. Haben wir eigentlich noch... Ja, warte mal. Haben wir noch Blitzknaller? Könnten wir die nämlich... Ach man, Alter, jetzt verballert er die ganzen Mullen. Ich vergesse immer hier was zu drücken. Boah, das ist ja richtig assi, ey. Was? Der schmeißt auch? Du bist ja böse. Oh, er brennt. Mirial. Affen. Natürlich gehen sie nicht down, doch, ein paar. Den hätten wir. Den zweiten. Bleib liegen. So, bleib liegen. So, noch jemand? Noch jemand ohne Fahrschein? Ich hab für alle was. So, jetzt müssen wir bloß noch... Jetzt müssen wir bloß den Dicken ausschalten. Und dann hätten wir eigentlich alle hier ausgeschaltet. Hoffentlich kommt er uns jetzt nicht da in eine Quere. So, das Schloss hätten wir auf. Meine Fresse, Alter. Hier geht's ja was ab. Wurfsterne. Richtig geil. So. Da haben wir noch eine Kiste. Können wir die aufmachen? Ja. Seit wann müssen wir denn alle Kisten hier aufknacken? Die gingen ja sonst immer easy peasy von alleine auf. Verstehe ich überhaupt nicht. Ist ja nicht so, als wenn es mich stört, aber in so ein, sag ich mal, in so ein Gefecht, ne? Oh, die ist ja richtig scheiße. In so ein Gefecht. Achso, wo ist er denn? In so ein Gefecht, ne? Wenn man so umzingelt ist von ja, Zombies, dann ist es schon extrem nervig, wenn man dann extra eine Kiste ran muss und die aufknacken muss, ne? Das ist schon richtig scheiße. So, jetzt müssen wir den Dicken. Oh, kriegst du erstmal eine. Oh, den kriegst du auch noch.
Ah, scheiße. Wollte eigentlich nach hinten springen. Hat nicht so richtig geklappt. Alter, wie war denn das nach hinten springen? Oh Mann. Warte mal. Das war doch irgendwie. Ach so, okay, alles klar. Also kann man den eigentlich am besten ausschalten. Jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen Ausdauer sammeln. Dann geht's weiter. So. So, das war's für ihn. Reinhauen, da fährt er um wie ein nasser Sack. Können wir nur durchsuchen. So, und dann hatte ich hier noch ein bisschen was gesehen, was wir einsammeln können. No, haben wir noch irgendwas? Oh, hier. Lauter Pakete. Ah, den Hammer brauchen wir nicht. So, das Paketchen. Ach, das sind ja die, die Downyang sind, genau. Da hinten haben wir noch irgendwas. Hammer brauchen wir nicht. Brecheisen brauchen wir auch nicht. Obwohl. Die könnten wir einsammeln und dann kaputt machen und dann hätten wir nämlich was. So. Wie war denn das jetzt? Genau. Inventar. Einfacher Hammer, den können wir eigentlich kaputt machen. So, wo ist denn das Ding? Klassischer. Nee, einfaches Rohr. No. Nee, oh, bin ich denn blöd? Ich wollte die doch kaputt machen, meine Fresse. So, wie war denn das? Zerlegen, genau. So, einfacher Hammer zerlegen, ja. Ja. Einfaches Rohr zerlegen. Jupp. Den machen wir auch. Fäustle können wir auch zerlegen. So, dann können wir unsere Machete einsammeln. Dann können wir die anderen Teile ohne. Einsammeln und. Na. Können wir sie auch noch kaputt machen. So, hier hinten war eine. Ach so, hier ist das. Okay. So, war hier noch irgendwas? Wir müssen schon alles einsammeln, ne? Nicht, das war hier irgendwas. Ach, das waren die Haken, alles klar. Das waren die Haken. Hier haben wir unsere Machete oder unsere Sense. Die sind eigentlich ganz gut. Also scharfe Waffen sind deutlich besser als so eine stumpfen Dinger. Gut, bei stumpfen Sachen kannst du natürlich oftmals so einen Kopf oder sowas. Weg hier. Kannst du oftmals den Kopf zerballern und so. Das ist natürlich vom Vorteil. Aber ich sage mal, bei scharfen Gegenständen kannst du schneller Arm absäbeln oder den Kopf treffen. Und das ist halt natürlich am besten, ne? So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Einfache Tür wird uns ja nicht gegeben. Okay, das hat er geschafft. Jetzt müssen wir hier bloß aufpassen, dass wir hier nicht in so ein Löchlein fallen. So. Das hätten wir erstmal geschafft. So, wo müssen wir hin? Ah, da, okay. Werden wir schnell noch dahin rennen. Haben wir die Mission nämlich erfolgreich. Ups. Hallo? Hallo? Haben wir die Mission erfolgreich überstanden? Dann könnten wir uns erstmal der Hauptquest wieder zuwenden. Sieht aus wie Öl ein bisschen. Oh, was ist denn hier? Pennerunterschlupf oder was? Ja. Können wir uns der Hauptquest erstmal weiter widmen, weil wenn wir mal gucken, Hauptquest haben wir gerade mal 13%. Das ist ja ja nicht, ne? Also wirklich, das ist ja überhaupt. Okay, muss hier durch. So, ach so, das waren die Bentypen. Genau, stimmt. Und dann mal hier wieder rein. Hey, weg hier! Wollt nicht knutschen, hau ab, Mann. Alter, gibt's ja gar nicht.
Junge, Junge, Junge.